Ah, okay. So, hallo und alle herzlich willkommen heute zu einer kleinen Runde Total War Attila Koop Kampagne. Falsch herum. Attila Total War Koop Kampagne. Mit dabei ist der Son Goku. Guten Morgen. Und, ja, wir haben uns eben einen Plan zurechtgelegt. Das wollten wir jetzt nicht unbedingt hier in dem Dingens machen, in der Aufnahme. Das zieht ja wieder Zeit. Deswegen haben wir uns einfach dazu entschieden, ich zeig's euch einfach gleich mal. Ich bin ja mit denen im Krieg da. Ah ja, ist egal, die können mir nichts antun. Ja, die sind auch weiter weg. Ja. Die sind da oben. Oh, die Weströmer haben das übrigens eingenommen, ne? Ja, sehe ich auch gerade. Die haben da, Alter, die haben da aber ordentlich eingenommen gerade. Die haben da gerade zwei Dörfer annektiert. Ich habe mir gerade den Krieg erklärt. Welche? Hä? Sind mit dir verbündet. Was sind das für Ratten? Die werden ausgelöscht. So ein Verhalten kann ich einfach nicht dulden. Alter, die sind mit eindeutig zu vielen verbündet. Wieso, mit wem sind die denn alle verbündet? Epiden, Sassadinreich, Armenier, Atropatene, Aria, Parthien, Makan. Das könnte jetzt einen Aufstand der Marionettenstaaten geben. Mazunisch, Abasha, ja, ist egal, wir metzeln die nieder. Lachmi, Lamachin. Ja, ich kann ja nicht ablehnen, ne? Ja, was soll ich tun, ne? Ja. Hä? Oh lol. Ha! Deine Typen haben mir alle den Beistand gegeben. Der ist jetzt mit all deinen Aktionen im Krieg. Das ist so bitter. Egal, mach den platt. Brauche ich nicht. What the fuck? Was ist das für ein Lappen? Wahrscheinlich dachte er sich so, ich habe ordentliche Rückendeckung. Wahrscheinlich. Aber nein, sie kämpfen jetzt alle für mich. In die Tiefe. Man lässt ja auch seine Söldner nicht im Stich, ne? Besiegt folgende Armee im Gefecht. Ich muss eine Armee im Gefecht besiegen. Das finde ich jetzt eigentlich nicht so prickelnd. Ich muss vor allem die da oben besiegen. Bei dir. Gehören die? Nee, das ist Lasika. Eigentlich habe ich jetzt keine Lust, zu denen hochzurennen und die platt zu machen. Bereit zum Kampf? Eigentlich nicht. Würde ja gerne helfen, ne? Aber ich habe so meine Armeen noch gar nicht aufgestellt. Bin da die ganze Zeit damit beschäftigt gewesen, zu dir runterzukommen. Öffentliche Ordnung ist immer gut. So. So, also, dann erkläre ich euch vorerst mal unseren Plan, der gerade, glaube ich, ein bisschen geändert wurde. Naja, also der Plan von uns war einmal, dass Jo mit seinen fetten Attila-Hunden herunterläuft, die Aria ausraubt und ich sie dann einnehme. Und damit wir nicht zwei Frontenkrieg führen müssen, weil die Beziehungen zum Oströmischen Reich und zum Armenien hier, also die beiden, sind gerade nicht gut. Auch zu den beiden hier oben nicht. Also wird es wahrscheinlich dann einen Krieg zwischen den vier und mir geben. Oder uns, besser gesagt. Ja, und da wollen wir uns vorher halt erstmal die Feinde aus dem Rücken schaffen. Und ich weiß gar nicht, ob mich Armenien überhaupt durchlässt. Das ist jetzt, darauf kommt es jetzt eigentlich an. Auch bestimmt. So, dann gucke ich mal. Armenien. Oh, die Beziehungen sind sogar mittel. Die haben sich verbessert. Was ist jetzt mit Aria aus? Oh, die verbessern sich. Ja, super. Super. Na, easy.
Na gut. Du hast da aber schon eine ganz schön ordentliche Armee, ne? Ja. Habe ich denn überhaupt mit denen hier? Mit Armenien habe ich militärischen Zugang. Okay. So. Hier läuft die öffentliche Ordnung stabil. Ich erwarte den Befehl Persiens, mein Herr. Okay, nein, das mache ich nicht. Es gibt minus 10 öffentliche Ordnung. Das? Das ist nicht Ausschlag. Die Armee ist eigentlich besser als die hier. Ja. Dann werde ich auch die hier für den Krieg benutzen. So, die werden sich nachher draußen begeben und gehen dann hier in... Was ist das? Stellung befestigen. So. Die befestigen jetzt erstmal eine Stellung. Dann können die hier reingehen. Und dann werde ich da gleich noch ein bisschen rekrutieren. Gegen wen willst du jetzt kämpfen? Ich gehe jetzt hoch und kill die deine Feinde. Oder unsere. Wo sind die? Ja, die sind hier oben, da wo deine Armeen stehen. Da. Ich kill einfach die Armee und belager das bis zum Ende. Ach, die. Die haben gar keine Stadt mehr. Doch, haben sie. Eine Stadt, ne? Die andere wurde niedergerissen, soweit ich das sehe. Die daneben sind übrigens auch mit mir im Krieg. Lasika? Wie können die mit dir im Krieg sein, mit mir nicht? Weil die, glaube ich, warte mal, ich kann es jetzt nicht sehen, leider. Oder ist das von Anfang an gescriptet gewesen? Ich bin auch mit irgendwelchen, die da hinten in Arabien rumgammeln im Krieg, also... Na gut. Oh, die öffentliche Ordnung bessert sich. Oh... Ich habe minus 26. Na gut, hier vorne ist die öffentliche Ordnung immer. Wohl, waren das die oder die da? Im Arsch. Das kann ich allerdings nicht verstehen. Ja, es sind Feinde von mir. Also die sind alles, das sind meine Feinde. Generell würde ich sagen... Ah, geh mal weg da. So. Da zwei Armeen stehen, wir können die uns schnappen. Wohlstand aus Industrie. Kulturgebäude, Wohlstand aus Industrie, Wohlstand aus Handel. Das Kultur, was haben wir denn hier? Na, ich mach mal lieber safe. Handel ist immer gut. Hier bräuchte ich eigentlich noch öffentliche Ordnung, aber... Goldschmied, Oder eine kleine Goldmine. Ne, das kann ich der jetzt nicht antun mit minus öffentlicher Ordnung. Das kann ich den jetzt nicht antun. Nahrung minus 60. Verarmung plus 2. Kann ich auch nicht. Ja, Nahrung minus 20, das kann ich tun. Ah. Handelsgebäude. Sehr gut. Soll ich dann da oben warten, bis du da bist, oder soll ich jetzt lieber zu dir runterreiten? Also deine... Ich meine, ich komme jetzt mit einer fetten Armee hoch. Mit 18 Einheiten. Weiß ja jetzt nicht, wie lange du brauchst. Ich schätze mal, lass mich mal gucken. Ich schätze, ich brauche 2 Runden bis zu derer Hauptstadt. Ist ja süß, da hat er seine Legion versammelt. Gut. Der Rest sollte... ist bei mir treue Verbündete. Also die fassen wir auf jeden Fall nicht an. Auch die Armenier nicht? Die Armenier schon. Natürlicher Tod. Irgendein Typ ist bei mir krepiert. Das wichtigste Ziel von uns sind jetzt erstmal die Aria da hinten. Aria? Und dann können wir uns um Armenien... Also Armenien, da verbessert sich gerade meine Haltung. Also die verbessert sich gerade unsere Beziehung. Außerdem scheint die, glaube ich, mit den Römern... Also die haben auf jeden Fall ein Handelsabkommen. Kann sein, dass die verbündet sind. Müsste ich gleich mal nachgucken.
handfeste Besteuerung des Landes. Also das erforsche ich auf jeden Fall als nächstes. Landwirtschaft 5% mehr. Und dann kann ich... Oh, wow, wow, wow. Das wird richtig schön Aufrüstung geben. Weißt du, was der einzige Vorteil ist, gerade den ich habe? Es ist draußen ja extrem heiß, ne? 31 Grad oder so. Mhm. Und ich habe vorhin aus Versehen eine Wasserflasche auf den Boden geschüttet. Und mein Boden ist so ein Teppich. Ja. Und das hat sich vollgesogen. Habe ich natürlich weggewischt, den Rest. Und jetzt habe ich schön kalte Füße. Ich frag mich trotzdem, was der mit dieser Gammelarmee hier will. Alles nur Söldner. Ich weiß nicht, welche du meinst. Die in meinem Gebiet drin steht, die hier. Die hier. Ah, keine Ahnung. Irgendwo hochlaufen. Das zieht mir jetzt allerdings keine öffentliche Ordnung, nö. Das, auch dass ich in deinem Gebiet bin, nö, ne? Nö, nö. Und selbst wenn in dem Gebiet, wo du gerade drin bist, da verkraft dich das. Da ist die öffentliche Ordnung gerade stark. In allen anderen nicht. Ich hab übrigens da oben eine Fullstack-Armee. Wo, du? Die da oben ist... Lol, wo hast du die denn her? Hast du die rekrutiert? Zusammengeführt. Also, dann hast du gerade doch eine deiner Städte verloren. Welche Städte? Nein! Horde. Nicht komplett. In der anderen sind jetzt noch... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten. Ach da, hab ich schon gewundert. Kannst du mit der Zeit Horden dazu gewinnen? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, es geht. Aber ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich, wenn du einen General rekrutierst. Nein. Ich kann gar nicht verstehen, warum die dir da oben den Krieg erklärt haben. Was hast du denn getan? War nix, bin durch dein Gebiet durchgeritten. Die Armenier haben wir aber nicht den Krieg erklärt, ne? Nee. Noch nicht. Das wird nur gefährlich. Kannst du mal gucken, ob die Armenier mit den Römern verbündet sind? Armenier. Wir haben ein Handelsabkommen mit denen. Och, dann hat sich ja nichts geändert. Sehr gut. Wie kann ich Persien dienen? Wie kann ich Persien dienen? Echt Leute, die mich mittlerweile mögen, ist das nicht schön? Was? Dank dir. All deine Verbündeten mögen mich. Jawohl. Weil sie mit mir den gleichen Feind haben. Ihren alten Freund. Ja, so richtige Ratten sind das. Das große Reich tritt bei, wir machen das auch, bevor das uns auslöscht. Ja. So. Letztendlich müssen alle dran glauben. Das ist voll anstrengend, meine Horden dürfen nicht im gleichen Gebiet sein, sonst herrscht Rivalität und Hungersnot. Echt jetzt? Ja. Das ist irgendwie bescheuert. Und aber auch ein bisschen logisch. Ja. So. Du hast gerade Rivalität. Was? Wo? Kann doch gar nicht. Doch, steht da. Bei Uldin oder wie der heißt. Hä? Da ist doch gar keine andere Armee im Gebiet. Steht da, doch. Oh, doch, ja, ganz knapp. Die Römer, okay, ich habe das Gefühl, die wollen meine Verbündeten angreifen. Die greifen. Die aber nur... Was? Okay, ich glaube, wir müssen den Krieg mit den Lappen da oben verschieben. Ich glaube, die Römer sind gerade einen Schritt zu weit gegangen. Warte doch erstmal, was sie vorhaben, bevor du gleich den Römern den Krieg erklärst. Die sind in mein Gebiet gelaufen. Das kann ich nicht zulassen. Ja, komm, dann greif du meine Verbündeten an, dann terrorisiere ich die Römer für dich. Ja, okay. Das wird schön, die haben nämlich so schlecht bewachte Städte. Ja gut, ich halte die Frontlinie von den Römern auf und du machst dann die ganzen Dörfer platt. Tja, die haben es so gewollt. Ausländischer Eindringling. Ohne Abkommen. Ich hätte ihnen das Abkommen gegeben, weißt du? Aber sie fragen ja nicht mal. Das sind diese hochmütigen
Blödmänner. Das gibt Ärger. Lavius Abundatius. Das gibt einfach nur Ärger. Gut. Also diese Lappen da oben, die lasse ich jetzt erstmal. Ich muss jetzt gucken, mit wem ist Rom alles verbündet? Oströmisches Reich. Dürfte doch gar nicht so viel sein, oder? Was sind das denn hier? Marionettenstaaten? Die haben einen militärischen Verbündeten. Ah, und das sind genau die da unten. Aber das sind diese... Nee, das ist nicht gut. Was denn jetzt? Egal. Passt schon. Wird einem hier ja aber auch nicht leicht gemacht, ne? Ich habe mit denen einen Nicht-Angriffspakt. Das heißt, wenn ich den jetzt breche... Also ich kann es mir auf jeden Fall jetzt nicht erlauben, meine Armee hochzuschicken, weil wenn die weg ist, dann macht der hier, ne, wenn die Maus aus dem, weißt schon, aus dem Sack ist. Ja, das meinte ich eigentlich nicht. Oder die Katze aus dem Sack. Wir kämpfen für euch, mein Herr. Okay. Wir kämpfen für euch, mein Herr, hört sich gut an. So, was ist das denn? Das ist so eine Lappin. Hast du den Zeitblick? Hä? Ja, habe ich. Zeit im Blick hast. Habe ich. Das ist so eine Lappenarmee. An sich, ich würde die jetzt gerne angreifen. Aber mein Gefühl sagt mir, wart noch eine Runde. Wie weit würde die denn kommen? Ja, die wird durch mein ganzes Reich durchlatschen können. Okay, dann mache ich es so. Ich schicke den General nach da unten und ich schicke den hier rein. Der sollte dann auf jeden Fall... Der hat Söldner, der... Okay, der hat Söldner. Söldner. So, dann ist meine Hauptstadt jedenfalls schon mal gesichert. Da kann er nichts machen. Mit der Armee hätte er sowieso nichts machen können. Wenn er der die Armee eine... kann er eh nichts machen. Nicht mal gegen deine komischen... Also ein Dorf könnte er... Deine komische Hauptstadt, Alter. Die hat so viel Garnisonseinheiten, dass es über dieses komische Feld hinausbackt bei mir. Lol, okay, das sind... Oh, jetzt nicht mehr. 2, 4, 6... Und du hast da Belagerungsanlage. 8, 10, 12, 14, das sind 15 Einheiten nur aus der Stadt ohne Verstärkung. Plus Onaga-Bastion. Lol, okay. Also ich fühle mir da jetzt Das hätte ich vielleicht früher wissen müssen. Dann hätte ich auch hochgehen können. Na gut. Das, was ich brauche, ist Nahrung. Echt? Ja, ich mach wieder 11 plus. Alter, deine Horden ziehen mir tatsächlich 22 Nahrung aus der Tasche. Ja, dann mach mal gefälligst ein bisschen mehr Nahrung. Ich kann ja nicht. Ich habe das noch nicht erforscht, dass ich die ausbauen kann. Also verzieh dich bitte aus meinem Gebiet. Ja, ich mach das jetzt ja auch ganz böse. Ich will ja schon zu den Römern rüber, Mensch. Ja, dann geh. Geht ja gerade nicht, du bist dran. Öffentliche Ordnung. Da bräuchte ich wirklich öffentliche Ordnung. Nein, da bräuchte ich gar keine öffentliche Ordnung. Gut. So, jetzt werden die Römer richtig hart gepunished. Ich wollte schon sagen, jetzt sagt er das Wort. Jetzt kann ich nicht wenigstens ein bisschen mit dir handeln? So weit kommt's doch, mit so jemandem handeln. Ich glaube, wenn ich mein Lager aufschlage, dann ziehe ich dir gar nicht mehr so viel Nahrung. Nur das Doppelte. Sonst... Nee, dann habe ich ja meine Ziegenhirten. Und meine anderen Hirten. Warte, theoretisch? Okay, ich habe einen Plan. Du könntest doch theoretisch mit deiner Armee die Römer angreifen und dann kommt meine fette Armee als Verstärkung. Ja, richtig. Ja. Warum greifst du dann nicht? Dann erklär doch schon mal den Römern den Krieg. Dann. Nein, das will ich ja nicht, weil ich habe mit denen nicht Angriffspakt. Das heißt aber, wenn du die angreifst und den Krieg erklärst, kann ich ihn ja auch nur erklären. Ja, es ist... Das macht's nicht besser. Das macht's besser, glaub mir. Ich fühle mich dann besser. Super. Ja, ich wurde in den Krieg gezwungen, hallo. So. Rot, bla, egal. Krieg erklärt. Nahrungsmittelknappheit gelöst. Guck.
Nahrungsmittelknappheit gelöst. Ach, ich habe noch einen Bevölkerungsüberschuss gehabt. In Nisbis? What? Oh, da baue ich glaube ich noch ein zweites Feld hin. Machen wir das denn hier? Obwohl, nee, das lohnt sich nicht. Ich baue mal was. Anti. Oh Gott. Sanitäre Anlagen baue ich da mal hin. Sanitär. Darf ich jetzt den Römern den Krieg erklären? Kann ich was gar nicht. Kann ich noch gar nicht. Kannst du wieso nicht? Weil ich da nicht hinkomme. Du kommst in einen Zug da nicht hin? Oh. Achso, ich wollte eigentlich nur... Egal, reit doch mal mit deiner Hunnenarmee nach oben. Also nach unten möchte ich... Also in die Gebiete östlich von dir möchte ich nicht, dass du reinreitest, weil das alles schon instabil. Also Nahrung und alles, das läuft da nicht gut. Obwohl doch, da läuft's gut. Aber ich möchte trotzdem nicht, dass du die da unten ausplünderst. Keine Sorge. Weil die Sache ist halt auch, ich kann meine Nahrung nicht aufrüsten gerade. Alles schon voll aufgerüstet, deswegen. Oh. So. Ich habe aber irgendwie ordentlich. Jetzt zieh ich dir aber, jetzt kann ich dir. Ist es eigentlich nicht mehr möglich, dass ich dir so viel Nahrung ziehe? Du ziehst mir jetzt 26 Nahrung. Statt 22. Ich zieh dir jetzt nicht mehr so. Warte, ich hab nicht zugehört. Entschuldigung. Also du ziehst mir statt 22 26. Na gut. Ich muss da jetzt aber kurz lagern. Ja, mach. So, ich und da, ich würde erstmal... hatte ich 70 Nahrung, jetzt habe ich 100. Okay, ich würde erstmal sagen, wir beenden die Folge jetzt. Nächstes Mal geht's weiter und dann werden wir hoffentlich mal eine richtig harte Schlacht erleben. Bis dahin, viel Spaß mit den anderen Videos. Euer El Poco zockt. Ciao.